Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe jetzt die 10.000 Rubine voll und nun können wir zu der Fee, wo ist sie denn? Da. Ja, wunderschön da runtergesprungen. So, heute versuchen wir da hinten hinzukommen. Nicht da oben hin, sondern da hinten hin zu den Orni. So, Schwertgras, dankeschön. Komm her! Ey! Okay, einreicht. Du, junger Mann, bitte hör mich an. Ich bin die große Fee, Caesar. Ihr war früher eine wunderschöne Quelle. Und ich sag genau das gleiche wie die anderen. Wir haben uns alle abgesprochen. Ein kleiner Betrag, ein kleiner Betrag. Nur 10.000. Ich hätte auch gerne 10.000 Euro einfach so, ja. Nur damit ich mal aus meinem Haus rauskrieche. Auch wenn ich meine Hand aus der Tür rausstrecken kann, ja. Und auch gleich ganz rausgehen kann. Aber nee, ich brauche Geld, dann komme ich erst raus, okay? Welche Farbe hat sie? Ich will's gar nicht wissen. Sie ist die hässlichste von allen irgendwie. Aber sie sieht ein bisschen so aus wie... Irgendwie eine Mischung aus der ersten und der zweiten. Ich weiß ja auch nicht. Lass mich befreit, ja? Ja, wunderbar. Nee. Ich will einfach nur die Kleidung verstärken. Ja. Bis zum Maximum verstärken. Ja, bitteschön. Oh, ich kann aber nur ein paar wenig Sachen. Okay. Oh, 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 jetzt geht's los. Verrotter Hornsplitter. Das wird sehr, sehr schwierig. Bockblinherz. Ich habe leider verkauft. Noch mehr Bockblinherzen, dafür wahrscheinlich auch. Hinoxherz, wahrscheinlich Hinoxherz. Dafür nur eins. Eigentlich wollte ich das jetzt verstärken, okay. Okay, das kann ich verstärken lassen. Ich weiß nicht, was mir das dann bringt. Das kann ich nicht verstärken, aber das hier brauche ich eigentlich auch nicht. So, das hier mit Schleimgelee. Ja, weißes Schleimgelee. Das brauche ich eigentlich nicht. Okay, das kann ich gar nicht verstärken. Das hier, ach so. Isolierrüstung, gelbes Schleimgelee. Könnte ich eigentlich auch... Oh, hier kann ich ja gar nichts. Löschechse, die habe ich noch nie gefunden. Maxi-Barsch, okay. Donnerhelm kann ich auch nicht verstärken. Mein Kopftuch mit Spurtechsen. Leunenhorn! Genau. Oh, aber das kann ich auch einfach. Leunenhorn, Leunenhorn, okay. Hinox Fußnagel. Eldraschuppe. Und Tigerhelm. Die kann ich auch verstärken. Moldora Flosse. Okay, und Spurtechsen. Octorok Tentakel. Aha! Mein Medo-Helm. Ich glaube, den lasse ich nicht verstärken. Ich kann ja fast gar nichts verstärken lassen. Okay, ich verstärke hier das. Na gut, ist ja auch das erste Mal verstärken. Ja, das mache ich auch immer. Ja. Wer redet bitte schön so?
Ja. Dankeschön. Ich muss ganz kurz wieder schauen, okay? Diese Lierrüstung, ja gut, dann mach die halt. Nee, okay, reicht. Folge dem Schatten. Moment, was? Du hast der großen Fee Gabe überreicht und so. Sollst Tore nochmal stark bedankt. Nein, mache ich ganz sicherlich nicht. Ich hau hier ab. Vielleicht sollte ich das hier zerstören. Leuchtsteine. Meister, es geht gleich kaputt. Und zwar genau jetzt. Das Schwert der Weisen. Ritter 2 in der Elektroschwert. Ich komme jetzt zum Dorf der Orni. Warte mal, das ist ganz auf der anderen Seite. Das ist hier. Ich teleportiere mich mal wieder da hoch, okay? Warum habe ich eigentlich Epona nicht hier? Aber ihr habt mir auch gesagt, dass ich die am Stall rufen kann. Kleine Schritte mit dem Pferd. Der Bandaturm. Da fliegt Wamedo. Und er fliegt gleich in den Turm rein. Hier muss ich extrem aufpassen, nicht dass ich in die Klippen falle. Ich hab dicke Klippen nicht. Okay. Es wäre auch mal wieder schön, ein Hinox oder Ivarok zu finden. Und ich glaube, wir könnten bald einen Ivarok wieder. Gegenüberstehen. Was ist das? So, da unten sind wieder wunderbare Leute. Keine Ahnung, was das da hinten wieder ist. Vielleicht sagt mir einer mir das ja. Dankeschön. Und von hier soll ich jetzt den ganzen Weg aus bis da hinten alleine gehen. Wenn du mich runter wirfst. Ach, das funktioniert. Ja, aber wenn ich mit Eis Dingern hier scheuchte nicht. Da muss ich rüber. Okay, erstmal durch den Wald gehen. Ist das ein Ivarok? Nee. Eichhörnchen! Hab ich's? Nein, ach. Es ist weg. Ich sehe euch. Ihr seid auch wunderbar. Ah, das ist ein weiterer Stall. Nee, ist das nicht sogar Stall der Orni? Nee, okay. Aber hier ist nirgendwo ein Schrein in der Nähe. Curry-Eis? Das ist scharfes. Jetzt weiß ich, ich habe Hunger auf Curry-Eis. Reis!
Ich habe schon gelesen, Curry-Eis. Was ist Curry-Eis? Curry-Reis. Das Geronengewürz. Das ist sehr wohl ein Problem, denn du wirst das von mir niemals bekommen. Curry gegen die Kälte. Dir verkaufe ich nichts. Kashiwa ist mal wieder da. Wunderbar. Ja, komm. So, kannst du bitte mein Pferd rufen? Gallo. Pferd abholen. Ich hab nur eins. Status unterwegs. Ruhig. Ja. Ah. Ja, danke schön. Ist mir auch egal. Also, hallo Epona, lang nicht mehr gesehen. Los. Wir müssen da entlang. Dem Eichhörnchen hinterher. Kannst du auf die Brücken gehen? Stopp! Ah, Epona kann hier sogar Brücken laufen. Nicht so wie in Twilight Princess. Schrein in der Nähe, das ist der da oben, ne? Eichhörnchen. Alles gut, Epona. Du fällst bei mir nicht hier runter. So. Einfach weiter. Immer weiter, immer weiter. Treppen kannst du nicht gehen, ne? Oh je! Der Titan schreit. Ich glaube, er ist irgendwie die größte Bedrohung von allen. Ja, weil wenn da irgendwie der Antrieb leer geht, und dann darf der auch nicht, ja. Und der dann einfach hier runter knallt, dann kann es sein, dass der wie in 9-11, ja, hier in den Turm reinfliegt und dann hier alles zerdeppert wird. Na, obwohl bei diesem Hyrule fällt das hier nicht mehr auf, denke ich mal. So, guten Morgen, wer sind Sie denn? Ich bin lang hier, ne? Ich bin der lange hier. Ah, hier ist wieder so eine Statue. Oh, neue Musik. Die Musik kenne ich aber irgendwoher. Hier freie Betten. Ah ja, ich sehe es schon. Ah, und da hinten ist wieder ein Rüstungsshop. So, was haben Sie denn hier? Aha. Zuckerrohr. Das ist Rohrzucker. Ah ne, den gab es schon mal, ne? Ja. Hallo. Madame, sie schielen ein bisschen. Ist das überhaupt eine Madame? Pumpenpfeile, Holzpfeile, Glutlinge. Ist das ein Tagebuch oder was? So, hier kann ich was kaufen. Ja, ich kann hier überall was kaufen. Aber Kleidung. Anti-Schneefedern. Dankeschön, das brauche ich. Ich habe nicht genügend Geld dafür. Okay, wie viel brauche ich denn?
über 2000. Wo soll ich das Geld bitte schon herbekommen? Was ist das hier? Gott, wie siehst du denn aus? Hier kann ich kochen, hier sitzt auch noch so einer. Hallo? Fliegvogel, fall nicht herunter. Willst du eine Geschichte hören? Schön. Ich schmeiß dich da runter. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum, auf einem großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah er einen riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog, meinst du nicht, flog dem weißen Vogel hinterher. Und dann tat sich der Bauch des Vogels auf und darin war etwas ganz Wertvolles. Und das war, ja, an der Stelle bin ich immer eingeschlafen. Aber ich weiß genau, welcher große Baum das war. Nein. Kannst du ihn sehen? Den konnte ich schon in der ersten Folge sehen. Mein berühmter Baum auf dem einsamen Gipfel, mein berühmter einsamer Baum auf dem Berg da. Von dem aus ist mein Opa zu dem weißen Vogel geflogen. Heißt das nicht, ich muss dorthin, um zum Titan zu kommen? Dein Opa? Ist dein Opa Rivali? Was war bloß im Bauch des Vogels? Mein Opa kann ich nicht mehr fragen. Es ist traurig, ich werde es nie erfahren. Der einsame Baum. Ne, es ist ein Schrein. Aber erstmal werden wir diesen Schrein da hinten sehen. Und was ist das hier? Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Wie immer für... Was ist das denn? Das ist auch ein Schrein, aber seht ihr das? Die Dinger sehen aus wie die Felsen aus Twilight Princess, wo man immer als Wolf heulen konnte, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. So, der nächste Schrein, der uns zu den Orni bringt. Ich habe schon was gehört. Windräder. Akkuvata-Schrein. Ich sehe es schon. Muss ich hier alles drehen oder was? Ich will mal keine Pfeile verschwinden. Was ist das hier? Okay. Oh, ein antiker Reaktorkern. Das war's noch nicht. Ich bin wieder hoch. Auf der anderen Seite ist auch sowas. Ach so. Mein Elektroschwert, nein. Hier so. Ah. Fangen wir erstmal da an. Okay. Also das muss ich drehen, das muss ich drehen. Und das, ich glaube, das reicht, wenn das hier alles in eine Richtung zeigt.
So, das kann er da in die Richtung zeigen. Das kann in diese Richtung zeigen. Nein, 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 nein. Da, Moment mal. Also das muss garantiert in diese Richtung zeigen. Vielleicht muss das hier dann in diese Richtung zeigen. So, warte, dann das geht da entlang. Da kann ich das hier noch drehen. Wenn ich das in die... Ah! Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Ich hab's, ich hab's. Das muss in die Richtung. Das da vorne muss nach hier zeigen. Dann haben wir's. So. Hä? Ja. Aber das war's hier noch nicht. Hier ist noch irgendwo eine Kiste. Hier hinter? Nee. Vielleicht öffnet sich noch irgendwo was, wenn man gar nichts aktiviert. Was passiert jetzt, wenn ich irgendwas wieder hier rumdrehe? Geht das dann wieder zu? Ja. Wo ist hier die andere Kiste? Wenn ich vielleicht noch mal von da schaue. Sind hier vielleicht zwei? Ah! Okay. Oh, das ist aber fies. So. Genau. Was? Da ist auch noch eine? Eine Elsternlanze. Das auch, nee, das ist das Fenster. Ja, das war's. Ja, das ist schon fies. Das kann man leicht übersehen. Ich dachte, wenn jetzt hier alles aus ist... Ja, wobei, das geht gar nicht. Dann würde hier noch irgendwo ein Eingang auf sein. So, wieder vier Stück. Ich glaube, ich muss meinen alten Spruch wieder bringen. Warte, wie ging der noch? Ist das so einfach hier? Glaubt man gar nicht, wie einfach das ist. Ich weiß nicht mehr.
Was ist denn jetzt hier los? Achso, es wird einfach nur Nacht. Hey! Ich kann es ganz genau sehen. Aber wo ist das? Da! Da gehe ich gerne hin. Da ist auch alles in der Nähe. Da kann ich mich auch direkt hinporten, wie man sieht. Warum sind die immer so weit weg? Das ist das andere Teil, das habe ich markiert. Jetzt schlafen die natürlich alle. Schläft der oder lacht der? Ne, der hat die Augen auf. Fertig. Tut das weh. Was hast du denn? Dieses Monster. Schwalbenbogen. Wollte der da hoch und ist von dem Vieh irgendwie angegriffen worden oder was? Was ist das hier? Irgendwie Land? Hey, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Tatsächlich, das Ding, das ist das Ding, was bei uns auf dem Parasegel drauf ist. Hier, guckt euch das an. Ist unser Parasegel von hier? Okay. Hallo? Wer sind Sie denn? Die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Saki, bist du ein Reisender? Schläft da? Ich habe mich schon gefragt, wo die schlafen. Ach Gott, was bist du? Ist das der König von denen oder was? Paneli. Oh, ein Geist. Ein Gast. Die sieht mehr aus wie eine Eule. Er kommt mir aber irgendwie ein bisschen bekannt vor. Der sieht ein bisschen aus wie mein Vater. Nein. Aber irgendwie kommt er mir wirklich bekannt vor aus einem anderen Game oder. Ich weiß nicht, der sieht mir irgendwie ein bisschen bekannt aus. Was hast du da im Gürtel hängen? Das ist doch. Ja, wo sind meine Manieren? Wie oft hat das irgendeiner in diesem Game schon gesagt? Ich bin Kaneli, der Häuptling des Dorfes der Orni. Also, was hast du denn da am Gürtel? Ist das der Schikastein? Oh. Es stimmt also wirklich. Du bist eine Recke und kannst wie Rivali den Titan Warmedo steuern. Nein, es kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schikastein geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken. Wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. Okay. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahre eines Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Warmedo, der über unserem Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Theba und Hertis. Moment mal, Hertis? War das nicht gerade die Frau, die wir da gesehen haben? Zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf haben versucht, Medo. Ach nee, das war der andere gerade, ja. Auszukundschaften. Dabei ist Hertis verletzt worden. Ja, ja, das ist er. Und du bist der Nachfahre eines Recken. Nein, ich bin der Recke. Deshalb höre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Sprich mit ihm. Zusammen können die Warmedo vielleicht aufhalten. Windtitan Warmedo. Okay, das ist wirklich der Windtitan. Und hier ist das Ganze zu Ende. So.
Nachfahrer, du hast es gehört. Es tut mir leid, aber ich habe mitgehört, dass du mit dem Häuptling gesprochen hast. Willst du wirklich zusammen mit meinem Mann Theba gegen Medo kämpfen? Das ist dein Mann, okay. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann leider nicht viel mehr tun, als dir zu sagen, wo mein Mann sich aufhält. Wo ist der denn, meine Dame? In Ordnung. Mein Mann ist an einem Ort, den ihr Flugplatz nennt. Der befindet sich beim Rhinos Pass. Am Flug. Ah, das habe ich auf der Karte gesehen. Am Fuß der Hebraberge. Dort üben die Ornikrieger den Luftkampf. Wahrscheinlich wappnet sich mein Mann dort, um Medo nicht noch einmal unterzulegen. Ich glaube, er ist am Fuß zum Flugplatz gegangen. Ist zu Fuß zum Flugplatz gegangen. Normalerweise kann man vom Rivaliplatz direkt zum Flugplatz fliegen. Aber wenn man sich jetzt zu hoch in die Luft wagt, wird man von diesem Medo abgeschossen. Wie bitte? Der Rivaliplatz ist ein Gegenkort für den Recken der Orni. Rivali. Damit wir niemals vergessen, was an jedem unverheilten Tag geschah. Oh! Jetzt schon die Erinnerung an Rivali? Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Rivali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt. Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanenhof. Ich glaube, die haben sich nicht so sehr gemocht. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung mit dir? Du sahst so weggetreten aus. Verzeih mir, ich wollte nicht anmaßend klingen. Wenn du irgendwas wissen möchtest, kannst du mich später gerne fragen. Okay. Freunde. Ich würde dann erstmal sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Wir schauen ihn uns ganz genau an. Guck mal, wie freundlich er jetzt noch guckt, ja. Bald nicht mehr, da wird er nämlich gar nicht mehr gucken, weil er dann wieder irgendwo rum sitzt, denke ich mal. Er wird wahrscheinlich bestimmt da auch, nee. Keine Ahnung. Vielleicht wird er da oben sogar sitzen und wird dann aufs Schloss schießen. Wo ist das Schloss überhaupt? Da irgendwo. Okay, Freunde, in der nächsten Folge werden wir wohl Thebu oder Tobi oder wie hieß der? Thebu, Tobu, weiß ich nicht. Den Mann auf jeden Fall von ihr finden. Und vielleicht, wenn wir jetzt schon die Erinnerung an ihn hatten, vielleicht werden wir dann in der nächsten Folge schon gegen den Titanen antreten. Dann ist das wirklich schon jetzt das einfachste Vorspiel, sag ich einfach mal.
Okay, wir werden in der nächsten Folge mehr erfahren. Seid gespannt auf die nächste Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein und ciao.